Bayern-Boss Herbert Hainer machte gestern in einem Interview bei Sport1 eine echte Ansage. Thema war natürlich der Transfer von Harry Kane und da hat er einige interessante Aussagen getroffen. Zudem äußerte sich Pep Guardiola ebenfalls gestern rund um den möglichen Bayern-Transfer von Kyle Walker und machte dort Hoffnung auf einen Verbleib des Engländers bei Manchester City. Und als drittes Thema wollen wir uns den Transfer von Marcel Sabitzer zu Borussia Dortmund angucken. Ist er der perfekte Bellingham-Nachfolger oder ist er ein Fehleinkauf? Alle Pros und Kontras hier in diesem Video. Vorab lasst gerne ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo auf diesem Kanal. Um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen, schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Da findet heute ein Gewinnspiel statt. Alle Infos dazu dort. Aber damit auch zurück zum Thema. Fangen wir mit den interessanten Aussagen von Herbert Hainer rund um Harry Kane an. Er sagt in einem Interview bei Sport1, er ist ein hochattraktiver Spieler, der uns und der Bundesliga guttun würde. Und da muss ich ihm wirklich zustimmen, denn das hat er auch vorneweg gesagt. Der FC Bayern München und auch natürlich die komplette Bundesliga, es gibt nicht mehr viele Stars. Man ist mittlerweile gefühlt zu so einer Ausbildungsliga geworden und Harry Kane würde nochmal ein ganz anderes Licht auf die Bundesliga werfen, wenn der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sich für die Bundesliga entscheiden würde und die sogenannte beste Liga der Welt, die Premier League, für die Bundesliga verlassen würde. Dann ist das schon ein richtiger Statement-Transfer und bringt natürlich auch für die komplette Bundesliga einen erheblichen Marketing-Aufschwung und deutlich mehr Ansehen. Und dass sich hier Herbert Hainer wirklich, er sagt, Harry Kane ist ein hochattraktiver Spieler, er würde uns gut tun, dass er sich so direkt zu einem Spieler äußert, das sind schon ganz, ganz klare Botschaften. Der Transfer, der soll zeitnah über die Bühne gebracht werden. Sport1 berichtet beispielsweise, dass man in dieser Woche, das habe ich euch auch schon gesagt, neue Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München in Form von Jan-Christian Dresen und dem Spurs-Boss Daniel Levy. Und auch der Spieler selbst, der drängt mittlerweile auf einen Transfer. Er möchte eben einfach Planungssicherheit. Er hat jetzt, das habe ich euch gestern berichtet, Paris tatsächlich abgesagt. Er möchte nicht zu United. Er möchte nur zum FC Bayern München, wenn Tottenham ihn ziehen lässt. Er möchte bald Klarheit. Er möchte Planungssicherheit. Er möchte mit seiner Familie hier in München ein Haus suchen, wenn er eben dann nach Deutschland ziehen sollte. Und deswegen macht er intern wohl auch schon relativ viel Druck, dass man zeitnah jetzt entweder ihm das Go gibt oder sagt, nein, du bleibst hier und dein Vertrag musst du jetzt hier mehr oder weniger aussitzen. Es geht also sehr in die heiße Phase und Herbert Hainer, der sagte auch, dass der FC Bayern München weiter auf internationale Stars setzen wird. Das ist jetzt nicht nur so eine Zwischenperiode. Man wird weiter immer versuchen, internationale Stars zu holen, um so zum einen ein absolut hochattraktiver Club zu bleiben und um natürlich auch marketingtechnisch, aber auch spielerisch von der Qualität her weiter zur obersten Liga im ganzen Weltfußball gehören möchte. Genauso ein internationaler Topstar wäre auch Kyle Walker und er ist auch Thema beim FC Bayern München, aber jetzt hat sich Trainer von Manchester City Pep Guardiola zu Wort gemeldet und nochmal betont, dass man alles versucht im Hintergrund, um Kyle Walker weiter bei Manchester City zu halten. Und entgegen der aktuellen Berichte aus England, dass sich der Spieler schon entschieden hätte, sagte Pep Guardiola, dass noch alles möglich ist und man eben auf Seiten von City hier noch in den Verhandlungen mit dem Spieler ist. Er ist auch direkt auf den FC Bayern München und Trainer Thomas Tuchel eingegangen. Er sagte, ich habe von den Kommentaren von Thomas Tuchel über Kyle Walker gehört. Ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Er hat sehr, sehr spezielle Qualitäten, die nicht jeder Spieler hat. Und diese Qualitäten kann niemand ersetzen. Sie sind unersetzbar. Zwar sind die Clubs bereits im Kontakt, das bestätigte er hier, aber er sagte, wir werden weiterhin für ihn kämpfen. Und er soll wohl auch heute im Spiel gegen den FC Bayern München spielen. Er hat gesagt, wir werden ihn brauchen. Wir werden gegen die Bayern mit unseren besten Spielern spielen. Ich hoffe, er spielt nicht nur jetzt mit uns, sondern die komplette Saison. Warum sollte er denn heute dann nicht gegen Bayern spielen? Denn diesbezüglich gab es natürlich auch wieder die Berichte, man würde ihn nicht gegen die Bayern einsetzen, weil er sein potenziell sein neues Team sein könnte und man natürlich auch mögliche Verletzungen vorbeugen wollte. Das sieht anscheinend der Trainer Pep Guardiola anders und er möchte ihn wohl einsetzen. Aber tatsächlich merke ich gerade, wenn ihr das Video guckt, zumindest die meisten von euch, dann läuft das Spiel tatsächlich ja gerade schon, weil vom Zeitpunkt her läuft es ja heute um 12:30 Uhr. Also wisst ihr schon mehr als ich, weil ich nehme das Video quasi
hier im Vorfeld auf. Und dann könnt ihr jetzt ja ganz gespannt schauen, ob Kyle Walker wirklich im Kader steht. Ich persönlich gehe aber trotzdem noch davon aus, dass die Berichte, die wir da jetzt gehört haben, dass er dem FC Bayern München zugesagt hat und auch seinem Club mitgeteilt hat, dass er den eben verlassen möchte, dass die soweit stimmen, dass er dann letztendlich zu den Bayern wechseln wird. Einer, der hat sich auf jeden Fall gegen den FC Bayern München entschieden, und das ist nämlich Marcel Sabitzer. Der ist mittlerweile zu Borussia Dortmund gewechselt. Das war ja tatsächlich der Transfer in den letzten Tagen, und da kommt natürlich die Frage auf: Passt das? Passt dieser Transfer? Ist Marcel Sabitzer der Richtige, um Jude Bellingham zu ersetzen? Bevor ich euch da jetzt tatsächlich mein abschließendes Credo zu gebe, möchte ich euch erstmal so ein paar Pros und Kontras auflisten. Das erste Pro, was natürlich direkt ins Auge sticht, ist seine Position und seinen Spielstil. Er kommt tatsächlich, wenn man ihn jetzt mit Jude Bellingham vergleicht, ziemlich als guter 1:1 Ersatz. Denn er ist genauso wie Bellingham mit zahlreichen Stärken, wie der Fleiß, dass er viel läuft, die Technik, die Torgefahr, die Zweikampfstärke. Das ist ein Spieler, der sehr, sehr viel vereint, ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler, wie es auch Jude Bellingham ist. Und der ist natürlich auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Er hat sowohl Qualität nach vorne als auch nach hinten. Und kann deswegen schon von der Position her genau das spielen, was jetzt mit Bellingham verloren gegangen ist. Und er bringt tatsächlich sogar noch ein paar Spezialfertigkeiten mit, über die Bellingham tatsächlich nicht verfügt hat. Und das sind seine Fernschüsse und Freistöße. Denn das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, weil er beim FC Bayern München eigentlich nie die Chance dafür bekommen hat, groß Freistöße oder ähnliches zu schießen. In der österreichischen Nationalmannschaft ist das ein bisschen anders. Da hat er schon diverse Freistoßtore gemacht. Er hat einen richtig guten Schuss, und auch von außerhalb des 16ers kann er richtig gut abziehen. Das sind Qualitäten, die hatte ein Jude Bellingham beispielsweise nicht. Und genau da hat man, ja, ich sag mal, seitdem Marco Reus nicht mehr so die größte Rolle im Mittelfeld spielt und Rafael Guerrero jetzt auch weggewechselt ist, schon Bedarf, muss man so sagen. Da braucht man eigentlich jemanden, der sich um die ganzen Fernschüsse, Freistöße und ähnliches kümmert. Weil sonst hat das entweder Reus oder Guerrero gemacht, und das könnte jetzt tatsächlich Marcel Sabitzer übernehmen. Zudem ein weiterer Pluspunkt: er bringt natürlich einiges an Erfahrung mit. Das muss man ihm natürlich lassen. Er ist mittlerweile schon 29 Jahre alt. Er hat nur gefühlt in der Bundesliga gespielt, und er kennt damit die Gegner, er kennt die Stadien, er kennt die Fans auch von Borussia Dortmund. Er hat 185 Spiele in der Bundesliga gemacht und ist damit natürlich auf dem Punkt eine Soforthilfe. Denn von Sabitzer, da erwartet man keine lange Eingewöhnungszeit, nein, man hofft, dass der am besten eigentlich sofort funktioniert. Und ein abschließender Pluspunkt für mich ist tatsächlich natürlich auch der Preis. Denn ich finde, für 19 Millionen Euro inklusive Boni, das ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und klar, man kriegt hier keinen absoluten Potenzialspieler oder ähnliches, nein, aber man kriegt hier einen erfahrenen Bundesligaspieler, der dem Team sofort weiterhilft, der gute Qualitäten mit sich bringt. Bei United hat er mir sehr gut teilweise gefallen, bei Leipzig hat er auch mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, wenn er für das Vertrauen des Trainers bekommt, was er jetzt wohl schon im Vorfeld mehr oder weniger bekommen hat, sonst hätte er sich auch nicht für den Wechsel entschieden, und er viel Spielzeit bekommt, dann glaube ich, kann er hier auch richtige Qualitäten mitbringen. Er ist auch ein absoluter Leader. Er war nicht umsonst Kapitän bei RB Leipzig. Er ist nicht umsonst Kapitän teilweise in der österreichischen Nationalmannschaft. Von daher haben wir auch einen guten Mentalitätsspieler, der hier gut in das Mittelfeld der Dortmunder passen wird. Aber dann kommen wir schon mal zu dem einen oder anderen Minuspunkt. Er kostet zwar Geld, aber man muss auch sagen, der Weiterverkaufswert von Sabitzer, der wird nicht besonders hoch sein. Er wird nächstes Jahr 30 Jahre alt werden, hat einen Vertrag bis 2027 bekommen. Das heißt, wenn er nach seinem Vertrag gehen sollte, ist er 33 Jahre alt. Demnach ist der Wiederverkaufswert natürlich kein besonders hoher. Und man hat ihn zwar jetzt hier mit Jude Bellingham verglichen, aber man muss auch ganz klar sagen, es ist immer noch ein Downgrade, was man jetzt in der Qualität hat. Sie haben ähnliche Qualitäten, ähnliche Positionen. Sie können beide diese Rolle des Box-to-Box-Mittelfeldspielers sehr, sehr gut spielen. Aber er bringt natürlich nicht genau das auf die Straße, was ein Jude Bellingham auf die Straße gebracht hat. Das ist klar. Aber so einen Spieler wie Jude Bellingham wirst du nicht zu Borussia Dortmund holen können. Das ist ganz klar. Er ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Das hat man jetzt in dem Debüt bei Real Madrid schon gesehen. Und genau deswegen muss man da natürlich so realistisch sein und sagen, ja, okay, Marcel Sabitzer ist natürlich ein kleines Downgrade, aber in der Verbindung mit Felix Nedjar haben wir hier ein sehr, sehr starkes und vor allem auch kaderbreites Mittelfeld. Und ein weiterer Minus, das ist vor allem, ich sag mal, in Richtung der Fans von Borussia Dortmund. Es ist kein tatsächlicher Mega-Statement-Transfer. Man holt jetzt einen Spieler,
der nicht länger bei seinem vorherigen Club gebraucht wird, der mehr oder weniger verkauft werden sollte, der auf dem Abstellgleis stand, der bereits verliehen wurde, weil er eben keinen Stammplatz in der Mannschaft erreichen konnte. Und jetzt soll er eben bei Borussia Dortmund auf einmal der neue Heilsbringer werden? Vermutlich nicht. Und auch gibt es Bilder von ihm im Bayern-Trikot als Kind. Der ist ein Bayern-Fan, das ist bekannt. Und genau das werden ihn vielleicht auch die ein oder anderen Dortmunder spüren lassen, was ich natürlich nicht hoffe. Aber er hat eben diese Bayern-Vergangenheit jetzt bei sich, die RB-Vergangenheit. Das ist jetzt auch nicht so, drauf man stolz sein sollte. Von daher bringt er da natürlich das auch alles mit. Aber sonst gibt es eigentlich keine großen Minuspunkte an diesem Transfer. Von daher muss ich sagen, das ist mein abschließendes Fazit, allem an allem, für mich ein richtig guter Transfer-Coup. Er wird den Dortmundern sehr, sehr weiterhelfen, ob er jetzt hier der entscheidende Spieler sein wird, um die Meisterschaft zu holen. Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus, aber ich glaube, wir haben hier einen sehr, sehr guten Transfer von Borussia Dortmund. In der Verbindung mit Felix Netscher wird er hier das Mittelfeld auf jeden Fall aufwerten nach dem Abgang von Jude Bellingham. Ich bin sehr gespannt, wie viele Spielzeiten er bekommen wird, aber wieder zu alter Stärke finden kann, weil wenn er das schafft und man den Marcel Sabitzer, der damals den Marktwert von 42 Millionen Euro hatte, von RB Leipzig zurückbekommt, dann haben wir hier einen der Top 10 Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Aber wie seht ihr das Ganze? Wie seht ihr den Transfer? Gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis dahin, Leute.